Yo, meine Mafiosis, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 2 The Definitive Edition. Ich freue mich sehr, dass du mich trotzdem mit einem Video hörst. Wir sind stehen geblieben mit dem Video in seiner Wohnung wieder. Wir müssen jetzt hier mit dem lieben Joe, rausgehen, wieder eine Mission erledigen. Und ich glaube, ich weiß, was die Mission sein wird. Die Mission heißt ja auch Der Weg zum Himmel, glaube ich sogar. Und, wir brauchen jetzt auch sehr viel Cash. Wir haben jetzt eben auch diesen Wong gebracht, der halt eben Henry getötet hat. Also es war eine sehr krasse Folge auf jeden Fall. Und ich glaube, wir müssen jetzt eine Sache machen, worauf ja viele Spieler sich nicht so freuen werden. Ich denke, es ist auch kein Spoiler mehr. Wir wissen ja, dass der Vito und Joe den lieben Tom Angelo erschossen haben am Ende von Mafia 1. Hatten sie auch auf jeden Fall gesehen. Und ich glaube, jetzt müssten wir es auf jeden Fall machen. Also wie gesagt, auch wegen dem Missionsnamen. Also ich glaube, es ist schon sehr, ja, nicht weit hergeholt auf jeden Fall, diese Theorie. Wir tragen dann auch noch eben Tommy Angelos Klamotten hier. Es sollte zur Mission passen. Und dann gehen wir mal raus und hoffentlich, dann würde ich sagen, rausgehen hier und dann mal gucken, was wir wirklich machen müssen. Also ich bin mir schon sehr sicher, dass es mit Tommy Angelo sein wird. Ja, aber wir werden sehen, Leute. Würde ich sagen, Leute, like mit meiner Granaten-Supporter und dann ab zu Joe. Dann mal gucken, was er so von uns will. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, ja. Du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ne? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Ja, alles klar. Dann einsteigen und dann fahren wir mal los. Wohin? Green Hill? Fahr nach Greenfield. Greenfield, genau. Das kann sogar auch sein, dass dort der liebe Tommy lebt. Sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Oh. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen und noch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier. Ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient? Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtot machen. Hier. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun haben, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Reicht doch jetzt darüber mal. Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Ja, Leute, das ist sehr eindeutig. Das ist Tommy Angelo, Leute. Der wird jetzt hier erschossen. Das Makabere ist ja auch. Der ist einfach nur so ein Typ, den man einfach schnell umbringt. Nebenbei. Einfach für ein paar Riesen. Also für Vito und Joe ist ja eigentlich nichts Besonderes. Für uns Mafia-Spieler eigentlich schon, muss ich sagen. Aber ist auch klar. Tommy Angelo ist eigentlich in der Riesenwelt ein Niemand. Aber für uns als Spieler ist er schon ein cooler Typ auf jeden Fall. Aber ja, er wird einfach auch erschossen. Nur für ein paar tausend Euro und nicht mal eine tiefgründige Geschichte. Einfach hinfahren, erschießen, Geld einkassieren, fertig ist die Sache erledigt, hier, Leute. Also da sieht man, Tommy ist nur einer von vielen. Sehr traurig auf jeden Fall und mal gucken, wie es wird, ne, Leute. Ist schon traurig, muss ich sagen. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe in Mafia 1 am Ende, da war ich schon sehr schockiert. Es war mir schon irgendwie klar, dass das Ende nicht so Happy End-mäßig verlaufen wird. Aber dass er einfach erschossen wird hier, ja, das ist schon echt eine harte Pille, Ja, dann sollten wir gleich da sein, glaube ich sogar. Ich denke, die Gegend ist sogar relativ bekannt hier. Ich glaube, hier müsste Tommy gleich leben, hier in den Häusern. Und dann erschießen wir den Mann. Den Mann, den ich eigentlich sehr mochte in den Mafia-Einspielen. Ja. Oh Mann, gut, ja. Dann kannst du ja losgehen. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, liebe Grüße von Selleri. Nee, Selleri. Sorry, er ist ja Selleri für mich. Das ist hier, Leute. Scheiße. Die machen das wirklich, Leute. Da ist der Tommy Angelo am Wasser, am Gras bewässern hier. Pflanzen bewässern. Oh nein. Und dann auch in Tommy Angelos Anzug, Junge. Das ist so makaber, ne? Mr. Angelo? Nein. Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Alter. Ach, der stirbt sogar hier instant.
Also im Originalspiel oder wie? Der stirbt einfach instant. Ich sagte, ein Kinderspiel. Was ist so cool? Siehst du die Jungs da drüben? Scheiße, los, los, los! Nichts wie weg hier! Wir haben einen Tötungsdeck. Ja, so schnell kann's gehen, Leute, ne? Brauche Verstärkung in Greenfield. So schnell kann's gehen, ne? Einfach hinfahren, ihn schnell erschießen, wieder zurückfahren, also... Wir waren vom FBI. Ist schon traurig, ja. Polizeischutz. Ist schon sehr traurig. Sieht Eddie ähnlich, unwichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Aber es ist ganz anders, ne? Im Remake-Teil hat noch Tommy seine Familie gesehen und meinte dann von wegen, ihr seid jetzt sicher und so, aber hier ist er einfach instant gestorben, niemand war zu Hause, niemand nach ihm geschaut. Das ist schon hart, ey. Das ist schon sehr, sehr hart. Aber ja, holt den Frieden nochmal, Tommy Angelo, ey. Du wirst immer in meinem Herzen bleiben als Figur. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja. Ist schade. Aber war schon klar, dass es passieren wird hier. So, würde ich sagen, egal, weniger Trauern jetzt mehr fahren hier. Wir sollten erstmal weg hier, weil die Polizei ist sehr, sehr hartnäckig hier mit den Verfolgen. Geht mal bloß weg, Alter, ihr nervigen Schweine. Ihr sollt mir da sein hier, so. Hier ist dein Auto, oder wie? Easy. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. Fahr zu Derek und erkundige dich, ob er Arbeit für dich hat. Jetzt müssen wir bei jeder Ecke und da Geld eintreiben. Also das wird jetzt auf jeden Fall eine geldlastige Mission oder einfach eine schwerlastige Mission, weil wir jetzt viel arbeiten müssen auf dieses Geld. So, wir knacken schnell das Auto. Bam. Ach, scheiß drauf, Leute. Wir machen es aber so hier. Zack. Dann easy. Dann halt zu den Derek. Bis gleich, Leute. Na, schön hier, Leute, ne? Hier durchzufahren, ne? Ist voll entspannt hier, muss ich sagen. Also generell. Ich finde von der Spielewelt, von der Lebendigkeit, von der, also auch vom Storyaufbau, finde ich Mafia 2 schon sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Auch vom Schießen, ja generell von diesem Fahrstyle hier, alles drum und dran. Von der Storygestaltung in manchen Passagen, die sehr lustig gestaltet worden sind. Also, muss sagen, Mafia 2, hätte ich damals das Spiel gespielt, dann würde ich mich bis heute drin verlieben, als Kind. Bis heute als Erwachsener, ne? Also ich glaube, ich würde es vergöttern, das Spiel. Wirklich, ey. Na, Polizei, ich bin nicht hier. Wo ist denn Derek? Der ist doch voll am Arsch. Der ist dort unten irgendwo, hä? Ist das der richtige Weg, Alter? Ich fahre safe irgendeinen Umweg oder so, Leute. Ich weiß gar nicht, ey. Ach, stimmt, das ist ja der Typ beim Hafen, dieser Schnauztyp. Stimmt, da war ja noch was. Genau, das war der, Junge. Das war der, Alter. Voll vergessen, ey. Dachte, das wäre dieser Schrotthaufen-Typ, dieser mit der Schrottheide. Das war aber ein anderer. Das war, glaube ich, irgendwas mit B. Keiner hat den Namen schon wieder vergessen, ey. Ja, aber Derek kam auch eigentlich nicht so oft vor, ne? Der kam nur am Anfang kurz vor und dann nie wieder. Jetzt auf einmal wieder... Ey, die hat uns sofort gesehen. Wie hat er uns sofort gesehen? Hat der Adleraugen oder was, der Typ, Junge? Was soll denn das denn jetzt sein hier? Wir sind da, Leute. So, lieber Derek Boy, ich brauche wieder ein bisschen Cash von dir. Das ist klar, ey. Ah, nach oben, oder wie? Ja, nach oben ist in seinem Büro. So, lauf. Und dann aufmachen hier. Ich brauche Geld. Hey, Vito. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Ah, ich erinnere mich wieder bei Derek. Das war der Typ mit diesem Friseurgeld. Da konnte ich ihn gar nicht ernst nehmen, ey. Friseurgeld eintreiben. Okay, dann machen wir einen auf Macho. Ich hoffe, das springt einiges für mich raus, ja, Derek? Ja, ich will ein bisschen Cash haben. Diese Fixer sind auch seine Männer. Den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Das ist ein Arbeiter. Was sollen wir mit ihnen machen?
Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Okay, Derek, wer? Hans Maul, Derek. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz friedlich. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Chill, 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 Ray, chill. Der Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Oh. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben will. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Alter. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Er hat also Vitos Vater umgebracht? 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Jetzt kämpfen, oder wie? Kommt mit, Wahnsinn, Jungs. Okay, dann kämpfen wir mal. Jetzt sterben alle. Jetzt gefühlt lege Derek und Steve um. Das ist sehr schnell eskaliert, die Mission. Also, dass es von 0 auf 100 geht, das ist aber typisch Mafia 2, dass es so schnell irgendwie eskaliert, Leute, mit der Story hier. Also, die bauen echt nicht langsam was auf. Die machen instant hier die Geschichte voran. Also einfach, wir wissen jetzt Bescheid, Derek hat anscheinend den Vater von Vito umgebracht. Aber hat er ihn ertränkt, oder wie? Alter Schwede. Also, wenn das stimmt, ey, dann wird Vito ihn nicht laufen lassen. Obwohl er ein Eid geschworen hat hier bei der Mafia-Bande da. Der hat da gesagt, er wird da seine Familie immer dienen. Das wird jetzt schwierig, Leute. Das wird ein schwieriges Pflaster. So, ihr Schweine. Zeigt euch. Bam. Weg mit dir. Hol die Schrote raus, Vito. Die Schrote ist eh besser. Bam, Junge. Du dummer Wichser. So, Derek, wo bist du, Derek? Ich will erstmal nur Derek haben. Derek! Süßer! Treff ihn doch! Jetzt die Waffe! Bam! Derek ist tot erstmal. Okay, also wir nieten die einfach beide um jetzt. Die einfach auf dieser Map hier. Einfach im Hafen einfach. Ohne Sequenz, ohne gar nichts. Wir gehen nochmal sicher hier, würde ich sagen. Wir gehen nochmal sicher. Vielleicht lebt er noch, Leute. Jetzt sollte er tot sein, Leute, ne? Ich denke, das sollte reichen. So, du Fetti. Zeig dich, du Fetti. Vito, oh. Du
machst den größten Fehler deines Lebens. Das kann sein, ja, aber... ist mir scheißegal, muss ich sagen. Die haben Molotovs! Die Schweine! Bist du dein Vater? Junge! Nein! Nein! Wir sehen wirklich unseren Vater wieder und die haben sich gegenseitig verbrannt, Leute. Sehr schön. Scheiße. Ich geh mal was straight nach oben. Ich gehe einfach straight nach oben. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Das bringt er bedingt was. Lade schnell auf, Vito. Der Molotov-Typ muss weg. Der Molotov-Typ muss weg, Junge. Weg mit dir? Aber oben hingehen, Instant ist eigentlich gar nicht so schnell. Digga, Vito, schieß dich auf die Geländer. Stirb doch mal. Let's go, ist es Derek gewesen? Das war der Fetzi, glaube ich. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Das war der Fetzi. Dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Doch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Also war der liebe Vater von Vito anscheinend auch ein Mafiosi, so mehr oder weniger? Ja, und jetzt merkt es, glaube ich, der Vito, dass die Mafiosi-Scheiße hier doch nichts Gutes ist. Oder er war einfach ein Arbeiter, der gestreikt hat, der Vater von Vito. Keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, er war eher so ein Mafiosi, weil wir haben auch schon am Anfang des Spiels gesehen, dass der Vater von Vito irgendwie noch Geld eintreiben musste von irgendwelchen Schuldnern. Also kann dann eben sein, dass der Vater von Vito eben in diesen Mafia-Geschäften mit verwickelt war und deswegen leider sein Leben bezahlen musste damit. Okay, Geld nehmen. Wie viel? Wow. Ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. 22.000, was? Einfach so hier auf dem Tisch? Also Derek, komm schon, ein Safe musst du doch eigentlich haben hier. Wenn du $22.000 hast, dann kannst du auch ein Safe irgendwie haben. Hat einfach $22.000 einfach auf dem Tisch liegen, Leute. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Räube Läden aus oder bringe Autos zu Bruski? Ich habe $22.000. Ach so, ich muss noch ein bisschen Geld verdienen, oder wie? Ah ja. Dann bringen wir noch kurz ein Auto zu Bruski, oder? Wie kommen wir jetzt hier eigentlich raus, ist die Frage. Okay. Wir kommen jetzt alles allein klar. Klar. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du okay. Warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Ja, aber die Frage ist jetzt, wer bezahlt eigentlich jetzt euer Gehalt? Weil Derek ist jetzt weg. Wer bezahlt euer Gehalt? Keine Ahnung, ne? Ja, dann würde ich sagen, es hat nicht gespeichert. Ich mache noch schnell, würde ich sagen, die Mission zu Ende. Hier mit dem Bruce-Gebiet Geld verdienen. Und dann, ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier ein cooles Auto. Ich hoffe, es wird einfach gespeichert hier die Stelle. Wenn nicht, dann muss ich also von vorne spielen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann noch ein bisschen Geld antreiben für den Bruno. Da würde ich sagen, sehr krasse Mission. Tommy Angelo wurde erschossen. Und jetzt auch noch der Derek, weil der Derek halt den Vater von Vito getötet. Also eine krasse Folge, sehr viel erlebt hier. Dann würde ich sagen, Leute, like, wenn es gefallen hat. Bleibt uns zum nächsten Mal hoffentlich. Und dann ciao, ciao, Leute.